Wie steht die Kirche zu Menschen, die sterben wollen? Kann Sterbehilfe ein Akt der Barmherzigkeit sein? Zur Rolle der evangelischen Kirche in der Debatte um Sterbehilfe hat sich Anfang September der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, eingebracht. Er sagte: Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen ist für mich vorstellbar. Die Kirche betreibe, so Ralf Meister, zahlreiche Altenpflegeheime, die oft mit Palliativversorgung und Hospizarbeit kombiniert seien. In diesen Einrichtungen könnte, nach dem geäußerten Wunsch und einem Prozess der Begleitung, auch Sterbehilfe geleistet werden. Lange Zeit war das Thema auch in der evangelischen Kirche ein absolutes Tabu. Doch für Hamburg äußert sich erstmals der Landespastor Dirk Ahrens. Ich finde, da hat Landesbischof Meister absolut recht und das sehe ich wie er. Das Recht zu sterben gehört in den Rahmen der Würde und des Selbstbestimmungsrechts des Menschen. Aber? Nicht denkbar ist es für uns, solange wir die Sorge haben müssen, es wird zu einem Geschäft das Sterben oder es wird zu einer leichten Entlastung der Gesellschaft oder der Angehörigen. Das Thema ist hochsensibel. Das merken wir vom Hamburg-Journal auch bei Drehanfragen in kirchlichen Pflegeeinrichtungen und Hospizen. Die Sorge ist groß, mit dem Thema Sterbehilfe negativ verbunden zu werden. Ich gehe davon aus, dass wir uns mit dieser Fragestellung beschäftigen müssen. Und ich würde mal vermuten, dass es bei sehr vielen eine Irritation auslösen würde, eben weil unser Menschenbild und unser grundsätzliches Selbstverständnis ein anderes ist. Die kirchlichen Einrichtungen wünschen sich klare Regelungen, auch um sich von geschäftsmäßiger Sterbehilfe abzugrenzen. Deshalb muss der Gesetzgeber diese Sorgen ausräumen, bevor wir intensiver darüber nachdenken können, wie möglicherweise so etwas wie assistierter Suizid auch in kirchlich-diakonischen Einrichtungen denkbar wäre. Die Diskussion über eine mögliche kirchliche Sterbehilfe, sie steht auch in Hamburg erst am Anfang.